Beispiel die Frage, wieso ist es so, dass United Parcel Service und FedEx und die großen Betreiber an den Flughäfen riesige Hallen aufbieten, die auf 80 Grad runtergekühlte Kühlschränke vorbehalten, für den Impfstoff, der schon gekauft wurde, von dem niemand weiß, wie er wirkt. Wollen wir das nicht diskutieren? Das ist doch Verletzung am eigenen Körper. Und ist es eine Verschwörungstheorie, wenn Bill Gates, den ich nicht gewählt habe, in den Tagesthemen sagen kann, zur Normalität werden erst wir, er redet von sich, als wir zurückkehren, wenn 7 Milliarden Menschen geimpft wird. Dann meint er mich. Das ist falsch übersetzt worden. Auch das das ist immer falsch übersetzt worden. Aber das würde mich mal es ist aber so. Er hat es viel allgemeiner formuliert. Er hat gesagt, es wird möglicherweise eine Situation kommen, wo 7 Milliarden Menschen geimpft werden möchten oder wollen. Und dann müssen Impfstoffe her für 7 Milliarden Menschen. Recht, er hat es nicht gesagt, als wenn das sozusagen ein Zwang wird. Also er hat schon gesagt, wir werden geben. Ich bin auch nicht damit überzeugt, dass man das unbedingt mit Verabreichen übersetzt oder Zwangsimpfung. Aber es lässt so eine gewisse Spekulation zu. Aber da würde ich dir recht geben. Aber die Frage ist doch, warum bekommt er diese 10 Minuten in den Tag? Und wo bleibt dann die Kritik? Also, wenn es da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn, es falsch übersetzt worden ist, das nehme ich ja noch, nehme ich mal hin, dann müsste doch ein Aufschrei sein, gab es aber gar nicht. Und Entschuldigung, was hatte der gerade gesagt? Ja? Man stelle sich vor, ich vergleiche es ganz, so etwas Ähnliches hätte in meinem Kampf gestanden. Wir müssen erst 7 Milliarden, wer ist dieser Typ? Und das ist ja keiner, der unbefangen arbeitet. Der Mann ist an vielen Impfbuden beteiligt, der verdient damit Geld. Denn wenn er ein Philanthrop ist, also ein Mensch, der großzügig ist, wieso ist er dann parallel der zweitreichste Mensch der Welt? Irgendwie scheint Geld für ihn eine Rolle zu spielen. Okay? Und ich habe diesen Mann nicht gewählt und kann ihn auch nicht abwählen. Und wenn ich dann Frau Ursula von der Leyen im Europaparlament sehe, die dort auch nicht hingewählt wurde, die dann noch sagt, thank you for leadership, Bill, dann ist da eine extrem klebrige Nähe zwischen Politik und Wirtschaft. Und wenn ich sehe, wer ganz stark die WHO finanziert, dass da zwar Weltgesundheitsorganisation draufsteht, aber dass dort immer Forschung betrieben wird von Pharmabuden und zwar in eine Richtung. Was heißt hier ganz stark? Hohe Prozentteile. Es sind nicht 80%. Nein, das war ein Versprecher. Aha. Ich bin falsch übersetzt worden. Ach so. Okay. Ja, genau wie Bill. Es sind nur 10%. Es sind nicht 80. Es spielt keine Rolle. Es spielt eine große Rolle. Bill Gates und die Bill Gates Foundation als größte Foundation der Welt ist für eine Einzelperson und seine Organisation dahinter zu mächtig für diesen Bereich und macht Gesundheit zu einem Geschäft, zusammen mit den ganzen Digitalbuden, die abhören. Und das sage ja nicht nur ich. Es gibt ja solche Filme wie Profiteure der Angst bei Arte. Stimmt das, was die dort sagen, oder stimmt das nicht? Was ist denn sonst noch drin in der Bill and Gates, Melinda Gates Foundation? Und der beteiligt sich, und ich würde ihm gar nicht unterstellen, dass er uns allen helfen will, aber er bestimmt den Preis und er sagt dann auch noch, wie es gemacht werden muss. Und wenn ich mir den Chef der WHO angucke, der kommt von Gavi, dann ist es ein Gatesmann. Und das ist klebrige Nähe und dafür gibt es einfach ein Wort. Ganz simpel, das ist Korruption. Und das muss irgendjemand mal aussprechen. Das ist genauso eine Korruption wie damals bei der Finanzkrise. Das ist dasselbe in Grün, nur das ist ein viel größeres Geschäft. Hier wird ein Geschäft abgewickelt und der Preis ist die Demokratie. Und da reagiere ich allergisch. Weißt du warum? Guck mal, ich bin 55. Du hast Kinder, ich habe Kinder. Ich werde meinen Kindern irgendwann erklären müssen, als ich dachte, wohin das geht, sind da nicht die Alarmglocken, haben die da nicht geläutet und die läuten bei mir. Okay, dass Leute ohne Kinder das ein wenig lässiger sehen, alles in Ordnung. Ich habe aber Kinder und die werden mir die Fragen stellen. Und ich möchte nicht sagen, ich habe es nicht gewusst, ich hatte Angst, was sagen meine Nachbarn. Ich irre mich übrigens gerne auf diesem Gebiet. Ich habe Alarmstimmung, aber was ist, wenn ich mich nicht irre? Okay? Und ich irre mich nicht, weil wenn ich sehe, was für Kampagnen unterschwellig gegen mich, um die Existenz zu zerstören, wenn ich das sehe, dann nehme ich das sehr, sehr ernst. Okay? Wir brauchen eigentlich gar keine Thesen, merke ich gerade. Aber ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, ich finde es richtig gut, weil das auch für uns hier eine Premiere ist, dass miteinander gesprochen wird. Aber Entschuldigung, ich meine, dieses berühmte Video von dir aus dem Mai, Gates kapert Deutschland, das haben mehr als 5 Millionen Menschen sich angeschaut, da du redest 30 Minuten und führst das Ganze ein mit mehreren Behauptungen, die entweder nicht stimmen, wie zum Beispiel mit den 80%, das ist eine falsche Zahl. War ein Fehler. Gut, okay, schön, dass du es hiermit richtig stellst. Okay. Oder du behauptest einfach irgendwelche Zahlen, die zwar im Prinzip stimmen, aber in Relation betrachtet ist es absolut lächerlich. Zum Beispiel, Gates hätte quasi den Spiegel mehr oder minder gekauft für 2 Millionen. Der Spiegel macht 250 Millionen Euro im Jahr. Wie würdest du das denn finden, wenn nicht Gates die 1,2 Millionen gespendet hätte, sondern Putin? Das ist ein Bildungsprojekt. Das ist dann wäre das ein Putin-Bildungsprojekt. Es ist transparent gemacht worden. Ja, das hat Putin jetzt gemacht. Putin spendet jetzt auch 1,2 Millionen als Bildungsprojekt. Wie würdest du das finden? Und dann berichten sie plötzlich ganz anders über Nord Stream. Das Bildungsprojekt. Ja, ich habe nun auch nicht so. Das ist Bestechungsgeld. Also Gates ist ja reich geworden durch Microsoft und durch Windows, weil die ganze Welt sich Windows auf dem Computer lädt. Hatte damals schon Probleme mit Viren. Ja, genau, so ist es. Aber, ja, nee.
Also gut, für mich ist Gates jedenfalls, der wird hier wie so ein Bond-Bösewicht hingestellt. Ich kann das nicht erkennen, dass der Mann so gefährlich ist. Ich glaube, dass ihm Unrecht getan wird. Und es ist von dir auch nach wie vor, es ist alles auf Sand gebaut, was du da sagst. Es ist für mich nicht belegt. Und ein Journalist muss seine Thesen immer gut belegen. Das ist die erste Grundregel für Journalismus. So, Journalismus, Dirk, du bist Journalist gewesen, jahrzehntelang. Ich bin super Journalist. Na, also bitte. Also, du hast für die Welt gearbeitet, du hast für den Spiegel gearbeitet, für den Stern. Ich wollte an dieser Stelle mal eine Bemerkung machen, die mir aufgefallen ist. Ich habe in der gesamten Diskussion, die wir hier führen, nicht irgendetwas Neues erfahren. Ich will nur sagen, dass das, was wir hier über Corona diskutieren, in allen Facetten und mit allem Recht überall schon gesagt wurde. Was Neues ist der Diskurs? Wie Karl Valentin mal gesagt hat, es ist alles schon gesagt, nur noch nicht von jedem. Ja, genau. Ja? Und deshalb würde ich an dieser Stelle vorschlagen, mit eurem Einverständnis, diese Debatte zu verlassen in Richtung Verantwortlichkeit und in Richtung Medien. Weil die Medien sind ja schuld, zum großen Teil, an dieser Willfährigkeit einer breiten Öffentlichkeit. Und die alternativen Medien, auch die sind nicht frei von Schuld, aber die halten dagegen und haben auch inzwischen einen hohen Stellenwert beim Publikum. Aber was die Verantwortlichkeit der Mainstream-Medien, die ich sehr gut aus eigener Erfahrung kenne, weil ich Jahrzehnte in ihnen gearbeitet habe, angeht, da hat sich doch eine so verhängnisvolle Wandlung vollzogen, ja, dass das mit freier Presse überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ich erinnere mich noch an Zeiten, und deshalb habe ich diesen Beruf gewählt und war glücklich, in ihm gelandet zu sein, als die hehren Prinzipien noch eingehalten wurden, die da in erster Linie hießen, Meinung und Nachricht sind streng zu trennen. Daran haben sich alle gehalten, das war unser Berufsbild. Und als das aufgelöst wurde, wurden die Medien zum Propagandainstrument. Wenn wir jetzt aber sagen, der Mainstream besteht nur mehr oder weniger aus schlimmen Leuten, dann muss ich aus eigener Erfahrung sagen, 95% aller Redakteure machen ihren Job gut, weil Journalismus ist in erster Linie Handwerk. Handwerk. Und die Leute machen ihren Sportteil, ihren Wirtschaftsteil, ihren Lokalteil und sie machen es gut, weil sie es gelernt haben. Was die Narrative angeht, über die wir uns so aufregen, das Putin- und Trump-Bashing und das war ja schon im Jugoslawienkrieg und so weiter, das wird noch nicht mal von den Chefredaktionen entschieden. Das wird von den Eigentümern entschieden, die ihr Dickschiff in die Atlantikbrücke gesteuert haben, wo ein pro-amerikanischer Kurs bestimmt wird. Wenn du nicht dran hältst, hast du auf dem Markt keine Chance. Das heißt, auf diese Art und Weise ist die Pressefreiheit ausgehebelt worden. Jetzt einzelne Leute in den Redaktionen schuldig zu sprechen, ist nicht so mein Ding, es sei denn, es betrifft den Herausgeber der Zeit, Josef Joffe, der kurz nach der Wahl von Trump sich tatsächlich in einer Talkshow hingesetzt hat, muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Und auf die Frage, wie wird man denen wieder los, geantwortet hat, also mich gruselt. Ja, ja, ja. Ja, Attentat im Weißen Haus vor der Hälfte. Ganz furchtbar, ja, ja. Ja, und wenn Leute an der Spitze unserer Medienmaschine das aussprechen dürfen, man kann es ja denken, aber das aussprechen dürfen, ohne dass es ihnen auffällt, was sie da von sich geben, dann wissen wir ungefähr, wohin wir steuern. Und das ist höchst gefährlich. Deshalb habe ich in meiner Ökodiktatur dem Buch die Medien verboten. Also Joffe ist ja vollkommen richtig. Also das ist ja skandalös. Und der Mann hat ja auch geklagt gegen die Anstalt damals, als die transatlantischen Beziehungen von Journalisten. Die haben das ja wunderbar aufgedröselt. Natürlich, da können wir auch wieder sagen, klar gibt es einige, die man sich rausziehen kann und die man als wunderbare Beispiele. Aber weil du ja früher bei der Welt gearbeitet hast, sagst du zum Beispiel, ich bin zum Beispiel mittlerweile ein sehr begeisterter Abonnent von Welt Online, weil ich das Gefühl habe, dass Welt Online zum Beispiel sich wirklich bemüht, ein sehr breites Spektrum
Spektrum von Meinung und von Berichterstattung. Dann liest du ja sicher auf, was die täglich über den Wahlsieg von Biden berichten und wie schlecht Trump verlieren kann. Da wird ein Typ zum Wahlsieger erklärt, obwohl es nur eine einzige Instanz auf der Welt gibt, der es gestattet ist, einen Wahlsieger auszurufen. Und das ist noch nicht geschehen, weil Prozesse im Raum stehen. Aber das wird völlig ignoriert. Das ist aber nicht die rote Linie bei denen. Und Welt Online besonders. Die hetzen ohne Ende. Wie kriegen wir diesen Superschaden, den Trump angerichtet hat? Ich fand gerade bei der US-Wahl haben die sich... Und nein, im Ernst jetzt. Und versteifen sich auf einen Demenzkandidaten, sage ich jetzt mal, der ja nur dermaßen als Marionette zu benutzen ist, wie es Trump nie war. Ich mag ihn auch nicht und er ist ein Verrückter, aber er hat sich nicht so benutzen lassen. Ja, das muss man zumindest mal anerkennen. Und was uns jetzt erwartet, ist das, was Hillary Clinton vorgehabt hat. Wir werden wieder Angriffskriege erleben, nehme ich mal an. Aber das sind Spekulationen, da gebe ich dir recht, das muss nicht eintreten. Also ich möchte noch mal sagen, also ich habe das bei Welt Online anders empfunden, auch bei dem Thema US-Wahl. Aber natürlich gibt es solche Artikel dort auch. Aber es gibt dann eben auch wieder andere Kolumnisten, da zum Donald Alfonso oder solche Leute, die dann auch wieder in eine andere Richtung plötzlich auch einschlagen. Und das wird da genauso veröffentlicht. Also vergleichsweise finde ich dort, bemüht man sich zumindest, es klappt halt nicht immer, einigermaßen ausgewogen zu sein, ist mein Eindruck. Gunnar, wie empfindest du im Moment den Journalismus in diesem Land? Ja, wie ich eben schon angemerkt habe, ich habe das Gefühl, wenn man es positiv sehen will, dass manche ein bisschen aufwachen, weil sie sehen, wie viel Erfolg auch die alternativen Medien haben und wie seriös das auch mittlerweile geschieht und mit wie viel Zuspruch. Und dass sie da merken, das kann doch nicht sein. Also ich bekomme selber die Nachrichten von Publizisten, von Schriftstellern, die sagen, ja, also das ist nicht in Ordnung, was da passiert ist im letzten halben Jahr. Leider ist, und langsam müssen wir es ein bisschen aufbrechen. Und dann gibt es einige Artikel auch, und da würde ich auch dem Holger recht geben. Da kann man aber eben auch immer sagen, ja, ein paar Feigenblättchen, ne? Damit man uns hinterher nicht sagen kann, ihr seid voll mitgelaufen und so. Ja, wir hatten doch hier den Artikel oder wir haben doch mal was pro-Trump gemacht. Meinst du das ernst? Ja. Also, bei einigen, bei der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, die jetzt auch einen vernünftigen Artikel über die Maßnahmen ausgegeben hat und beziehungsweise über die Spaltung in der Gesellschaft, wenn man die Linie des Blattes ansonsten verfolgt, denkt man, okay, jetzt macht ihr euch unglaubwürdig irgendwie. Man kann natürlich immer sagen, oh, guck mal, wir bilden alle Meinungen im Spektrum ab. Aber meine Hoffnung ist eher dahin, dass es so ein bisschen unterschwellig geht. Vielleicht nicht immer auch bewusst bei den Leuten. Die gucken uns ja auch. Also, oder die lesen Blogs und Texte. Und die sehen auch, na, eigentlich wäre es schön, wenn das auch mal bei Anne Will oder so. Oder eben in der Süddeutschen oder in der Zeit stehen würde, so ein Artikel. Und bringen wir das doch mal. Ja? Und in der NZZ, die ich da jetzt eher als Vorreiter sehen würde, da kommt eine sehr breites Meinungsspektrum auch eben ins Blatt, die sich auch Kritik dafür eben eintragen lassen. Aber das ist doch ein Armutszeugnis für die deutsche Presselandschaft, wirklich die Bundesdeutsche, dass sie da in die Schweiz auswandern muss sozusagen und wir davon reden müssen. Die Schweizer dürfen es noch sagen. Also ich hoffe, dass die deutsche Presse sich da eben an der Schweizer auch ein Beispiel nimmt. Ken, du hattest dich gemeldet. Also, ja, ich habe mich gemeldet. Guck mal, ich finde das super, dass du die Welt lobst, weil die Welt hat sich ja stark verändert, seit Aus dort auch mitarbeitet. Und der hat sich ja auch sehr kritisch gegenüber der Maske geäußert und gesagt, das ist eine Art Gehorsamsexperiment, da wurde der Mann auch eingenordet. Wir müssen doch das systemisch mal angehen, was Medien eigentlich sind. Medien kreieren die Wirklichkeit und bilden sie nicht ab. Das ist ein alter Hut und man kann die Medien massiv manipulieren, wenn man Propaganda von 28 gelesen hat oder Public Opinion. Das muss ich jetzt keinem lumen, das ist einfach, wie Medien funktionieren. Das haben die meisten Leute ja nicht verstanden, weil wir in unseren Schulen ja keinen Medienunterricht haben. Und ich halte das für fatal, dass wir das nicht haben. Aber was ich mir wünschen würde, und ich glaube, da sind wir wieder beieinander, weil ich die Welt eben auch gerne lese, aber ich lese alles Mögliche. Warum machen die denn nicht in ihrer Zeitung das, was es früher mal gegeben hat, so ein Pro und Contra? Da treffen sich zwei und die kloppen sich und dann gerät meine Gedanken, ich komme aus irgendeinem Lager oder irgendeinem Ding, wo ich mich hin und her denke, Und das ist das, was ich bei einem Demokraten, der sagt das, was sag ich, was denke ich? Und das findet dazwischen statt.
Es sei denn, ich will das nicht. Und dass wir es heute mit einer so zerrissenen Gesellschaft zu tun haben, wo man nur noch pro und contra sein kann, Trump ist super oder total daneben, die Partei ist super oder abschaffen, hat doch damit zu tun, dass der Staat durch das Internet sein Informationsmonopol verloren hat. Und das heißt, immer mehr Bürger können publizieren und erreichen Millionen Menschen mit einem Smartphone. Und das heißt, es gibt einen Bedarf dafür, für die Diskussion. Und davon lebt Demokratie. Und wenn wir heute in Deutschland zu irgendeinem Thema zwei unterschiedliche Meinungen haben, dann spricht der Mainstream von einem tief gespaltenen Land. Und das ist einfach Quatsch. Wir müssen aushalten, dass es unterschiedliche Meinungen und lassen uns einfach positiv darüber streiten, wie das in jeder Familie ist. Und dadurch werden Prozesse